Das ist nämlich der Vorteil, dann sieht man dann immer, ach, hier muss ich abnehmen. Wir haben wieder die 2. Ziehen es durch, haben abgenommen. Und auf der großen Nadel mit den meisten Maschen auch die Beine. So, jetzt hätten wir eine Reihe gemacht und immer an den Seiten abgenommen. Ich zeige es nochmal. Hier ist die Nadel mit den meisten Maschen. Dann nehmen wir hinten und vorne ab. Und die Nadel mit den meisten Maschen, die auf die andere trifft, nehmen wir hier vorne ab. Hier treffen sie sich wieder und daher nehmen wir hinten ab. Und wir nehmen gleichmäßig ab bis insgesamt 12 Maschen auf der Nadel, auf den Nadeln sind. Stricken bis zum Ende von dieser Nadel, schneiden den Faden durch, großzügig etwa so viel und vernähen ihn innen. Ziehen die Maschen schön fest und vernähen ihn innen. Jetzt möchte ich gleich zeigen, wir brauchen ja noch die Umrandung. Diese rote Umrandung. Dazu müssen wir eine Häkelnadel nehmen, ohne Griff finden, sonst könnt ihr die Maschen nicht auf die Stricknadel schieben. Und dann aus diesem Bogen, sieht so aus wie Engelflügel, ziehen wir hier rundherum bis hier oben 70 Maschen, also bis hier in die Mitte 30. 35 und dann nochmal hier 35 und stricken das in Rot dann. Wir gehen einfach mit der Nadel hier durch. Bei unseren Hausschuhen habe ich nun die Spitze fertig gestrickt, wie erklärt. Und jetzt ketten wir die Maschen ab. Wir gehen einfach mit unserer Nadel und dem längeren Faden durch jede Masche durch. Nicht stricken, nur einziehen. So, dann hier schön da durch. Stricknadel heraus, da auch, 1, 2, 3, dann war fertig. Dann ziehen wir es schön zusammen und vernähen es auf der linken Seite. Je besser ihr es vernäht, desto mehr hält es dann. Jetzt hoch runter. Schön locker und rundherum ein bisschen, nicht auf einer Stelle, sonst gibt es so einen Knubbel und der tut dann beim Laufen weh. Das wäre jetzt gemacht. Das Edelweiß hatte ich gezeigt, wie man es strickt, wie man es häkelt. Ich habe es schon teilweise festgenäht. Jetzt möchte ich euch noch mal zeigen, wie man das festnäht. Also nicht immer so gerade ziehen, so sieht kein Edelweiß aus. So ein bisschen schief, so ein bisschen die Ecken rumgelegt und dann machen wir einfach hoch und runter. Rein, hoch, runter, hoch. Weil es sich sehr verfilzt, müssen das nicht so wahnsinnig dolle festmachen. So, was der Faden hergibt, hoch, runter, durchgezogen. Hier nochmal hin. Als hoch, runter. Ausgezogen, das Blatt ist fest und bei dem auch wieder so ein bisschen auf die Seite vielleicht gelegt oder auf die Seite. Das kann man ja alles machen mit dem Häkelteil und dann wäre das fertig. Und zum Schluss den Schuh wieder auf links, ganz wichtig, schließen wir die hochgezogene Ferse. Wir nehmen einen langen Faden, unsere dicke Nadel. Und das ist immer schön, wenn man da nicht so eine dicke Naht macht. Schön nach unten ziehen. Das rote oben hatte ich schon zusammengenäht. Und wir ziehen uns das nur ein bisschen zusammen. Nach rüber. Sonst wird das so fest und nach dem Waschen tut das weh beim Laufen. Und so. So nur ein bisschen zusammengezogen. Dass das so eine schöne leichte Naht wird. Gegeneinander. Nicht aufeinander, sondern nur gegeneinander ziehen. Und das machen wir dann bis unten hin. Und dann tun wir unsere Hausschuhe in die Waschmaschine. Und zwar Pflegeleichtprogramm, etwa eine Stunde. Ich wasche es immer am liebsten alleine in der Waschmaschine, nicht noch mit anderer Wäsche oder anderen Sachen. Das Filzergebnis wird viel schöner. Mit einem Flüssigwaschmittel ruhig eine ganze Kappe genommen.
Kein Weichspüler bitte. Wie gesagt, bei 40 Grad. Am besten noch mit zwei Tennisbällen mit in die Waschmaschine geben. Dann filzt sich das noch besonders schön. Und nach dem Waschen nicht auf einer warmen Quelle wie eine Heizung oder so irgendwas trocknen, sondern einfach irgendwo ganz entspannt auf ein Handtuch legen. Schön in Form ziehen, wie ihr die wollt. Ihr könnt die auch nochmal nach dem Waschen direkt anziehen. Dann merkt ihr, sind sie noch zu groß oder zu klein. Und dann kann man die Form von seinem Fuß noch ziehen, wie man das braucht. Vielleicht vorne ein bisschen weiter oder ein bisschen länger. Und dann passt es sich eurer Fußgröße an. Das war jetzt die Größe 38-40. Wenn ihr jetzt 42 stricken wollt, dann nehmt ihr einfach mal 5 Maschen mehr und strickt nochmal so 5 bis 7, 8 Reihen länger und dann passt das auch. Und umgedreht macht ihr das dann mal, wenn ihr das in der Größe 34 bis 36, 37 haben wollt, dann nehmt ihr mal 5 bis 8 Maschen weniger und strickt einfach mal so 8 bis 10 Reihen in der Länge weniger und dann passt das auch. Und wenn es da wirklich noch zu groß ist, dann einfach das zweite Mal wieder mit Flüssigwaschmittel in die Waschmaschine. Dann filzt das noch ein bisschen kleiner und gut ist es. Und zwischendurch kann man die Filzsachen auch immer gern wieder waschen, wenn sie schmutzig sind. Dann halt nur bei, also Kaltwäsche mit dem Waschmittel ohne Weichspüler. Und dann filzen die nicht weiter ein, aber die werden wunderschön sauber. Das ist alles gar kein Problem. So. Jetzt das Blatt noch fertig nähen und dann kommt hier noch ein Riegel drüber hin. Und zwar, der wird nicht vorher festgenäht. Wir waschen das Band, häkeln, machen zuerst die Schlaufe, machen 30 Luftmaschen und eine Reihe feste Maschen drüber hin. Und das waschen wir so lose mit in der Waschmaschine mit den Schuhen. Nachher, nach dem Verfilzen, schneiden wir das in der Mitte durch. Ist dann etwa so breit und so lang. Und das setzen wir so da drüber, nähen wir fest. Und dann kommt rechts und links noch ein schöner Trachtenknopf hin. Und das schmückt den ganzen Schuh nochmal. So, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Und ich zeige euch dann nach dem Waschen das fertige Ergebnis. Unsere Landhausschuhe sind nun fertig. Bestickt. Vielmehr, also wir haben das Edelweiß aufgenäht, gefilzt, wie ich euch das gesagt habe. So ist das Endergebnis. Ich habe es jetzt schon mal rutschfest ausgestattet. Das seht ihr hier. Und zwar, man könnte es schicker aussehend machen, wenn man die Tupfen nur oben drauf setzt. Problem dabei ist, wenn man das Silikon nimmt und tupft es nur oben drauf, dass es nach 2 Tagen wieder abgeht. Man muss die Flasche nehmen oder den Pinsel, den man hat, und richtig in das Gewebe hineinreiben. Das sieht dann zwar nicht so schick aus, aber es hält deutlichst länger und verfilzt und verklebt richtig mit dem Gewebe, mit der Wolle, und dann habt ihr viel mehr davon. So, jetzt stellen wir es fertig. Und zwar haben wir das Band, was ich euch gezeigt habe, auch verfilzt. Ich habe es in der Mitte durchgeschnitten. Und das nähen wir jetzt da hier oben an. So in der Höhe, die ihr wollt. Wir fixieren es mit einer Nadel und einem Faden. So ein, zweimal. Eins, zwei. Und dazu habe ich mir da noch 4 Trachtenknöpfe besorgt. Ich habe Edelweiß genommen und nähen das hier mit an. Ne, jetzt hat sich es verschlungen, verkrümmt. So. Schön festnähen. Immer wieder durch die Öse durch. So, und das gleiche machen wir dann noch auf der anderen Seite. Das werden wir dann dahin setzen. Und unsere Landhausschuhe wären damit fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die Schuhe halten eure Füße schön warm.
Und demnächst zeige ich euch, wenn ihr Lust habt, wie man Landhaus-Clocks oder überhaupt Hausschuhe in Clockform strickt und verfilzt.